Zack, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Diese Woche lebe ich ganz ohne Plastik. Und wie wichtig das ist, zeige ich dir heute. Es hat Zeiten gegeben, da ist noch der Milchmann mit der Glasflasche vor die Tür gekommen. Ein Bild, das langsam aber sicher aus unserem Alltag verschwindet. Der Milchmann, der den Kunden die Milch an die Haustür bringt. Und alle Zahnbürstchen waren aus Holzgriff. Lang ist es her. Mit 703 Kilogramm Abfall pro Person sind wir Schweizer weltweit die drittgrössten Abfallproduzenten. Nur Norwegen und Dänemark ist noch schlimmer unterwegs. Laut Swiss Recycling verbrauchen wir 125 Kilogramm Plastik pro Kopf und Jahr. Gemäss Swiss Litter Report landen monatlich erschreckende 10 bis 13 Tonnen Plastikabfall an unseren See- und Flussufern. Ein Teil von unserem Abfall wird nach Deutschland exportiert und von dort weiter nach China und Indien, wo der Abfall dann einfach im Meer landet. Eine Schätzung vom globalen Eintrag von Plastikmüll in den Meer geht von 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen pro Jahr aus. Das entspricht einer Lastwagenladung pro Minute. Aber wo ist denn überall Plastik drin? Plastik erkennt man ziemlich schnell, habe ich gedacht. Aber es ist viel komplizierter. In dieser Woche habe ich gelernt, dass Zahnpasta, Schwämme, Waschmittel, Duschgel, Kaugummi, Käse und mega viele Produkte Plastik enthalten. Hast du gewusst, dass jeder Mensch pro Woche bis zu 5 Gramm Plastik isst? Das entspricht etwa im Gewicht von einer Kreditkarte. Eine gute. Aber wie können wir auf Plastik verzichten? Erstens, smart einkaufen. Eine Tasche, Fäß und Stoffsäcke mitnehmen. Stoffsäcke kann man sich ganz einfach mit alter Kleidung selber nähen oder man kauft sich ein paar Säckli, die man wieder verwenden kann. Grossverteiler meiden. Coop, Migros, Lidl, Denner und Co. sind voll mit eingepackter Ware. Am besten, man besucht den lokalen Markt oder man recherchiert, ob man einen unverpackten Laden in der Nähe hat. Okay, fairerweise muss man sagen, dass die Migros zurzeit an einem unverpackten Konzept arbeitet. Als ich in der Migros war, haben sie mir sogar den Fisch direkt ins Tupperware eingepackt und so konnte ich ein bisschen Plastik sparen. Drittens, Kosmetik prüfen. Viele Pflegeprodukte sind in Plastik verpackt und enthalten auch Mikroplastik. Deo, Parfüm und Haaröl beziehen wir über No Bullshit. Dort ist kein Plastik dran oder drin. Shampoo und Duschgel ist vegan und in recyceltem Plastik. Auch dort kann man noch einen Schritt weiter gehen und Shampoo im unverpackten Laden selber füllen. Mir hat die App CodeCheck extrem geholfen, denn mit dieser App kann man schauen, ob es Plastik in einem Produkt hat. Ganz einfach scannen und schon sieht man, ob es etwas drin hat, das nicht gut ist. Bei den Kosmetikprodukten sind wir schon sehr gut aufgestellt. Aber in unserer Küche ist noch viel Optimierungsbedarf. Viertens, Kunststoffsammelsack. Ganz auf Plastik verzichten ist fast unmöglich. Aber es gibt einen guten Weg, wie man den Plastik recyceln kann. Bei uns kann man Plastik-Recycle-Säcke kaufen. Der Vorteil, du kannst sparen. Wer den Kunststoff konsequent sammelt, benötigt nur noch halb so viel Kehrichsäcke. Und die sind viel teurer als ein Kunststoffsammelsack. Die vollen Säcke werden in Rheinfelden verarbeitet und als preiswerter Sekundärstoff weiterverkauft. Aus diesem Plastik entstehen neue Verpackungen, wie zum Beispiel von Terra Naturi. Wenn wir den alten Plastik richtig recyceln, landet er auch nicht im Meer. Fünftens, Kleidung. Damit der Stoff besonders dehnbar ist und er schön eng anliegt, werden oft Kunstfasern eingesetzt. Dazu gehören zum Beispiel Elastan und Lycra. Auch dickere Pullover werden oft mit Kunstfasern wie Polyacryl, Polyamid oder Polyester hergestellt. Auch bei Jacken kommen besonders häufig Kunstfasern zum Einsatz. Woraus deine Kleidung besteht, verratet der Blick aufs Etikett. Allerdings ist es gar nicht so einfach, die häufig verwendeten Handelsnamen ihrem Ursprung zuzuordnen. Somit machen wir es schnell.
Aramid, Kevlar, Nomex, Baron, Polyamid, Nylon, Peron, Dederon, Krylon oder einfach PA, Polyester, Diole, Trevira, abkürzt PES, Polyethylin, Dyneema oder ganz kurz PE, Polypropylen, Azota, PP, Polyurethan, Elastan, Spandex, Lycra oder Dorlastan. In dieser Woche habe ich mir extrem darauf geachtet, was ich kaufe und vor allem, wie es verpackt ist. Es war definitiv wieder mal eine Erinnerung, mein Konsumverhalten ein bisschen zu optimieren und dass es im Alltag gar nicht so einfach ist, das zu verbessern. In dieser Woche habe ich fast keinen Abfall produziert und gleichzeitig habe ich mich automatisch besser ernährt. Denn die gesunden Lebensmittel sind oft nicht verpackt. So, eine Woche ohne Plastik ist vorbei und ich habe extrem viel gelernt in dieser Woche. Ich habe wieder mal gemerkt, dass ich mein Konsumverhalten ein bisschen optimieren muss, obwohl ich eigentlich gemeint habe, ich bin schon recht gut unterwegs. Wir verbrauchen immer noch sehr viel Plastik und wir haben eigentlich viel zu wenig Sachen recycelt. Es war sehr spannend, mal zu schauen, wie die Verpackungen hergestellt werden und vor allem, wie man sie auch auseinandernehmen kann, um richtig zu recyceln. Durch das haben wir extrem viel Abfall sparen. Es war definitiv nicht einfach, sondern beim Einkaufen muss man wirklich darauf schauen, was man kauft und vor allem, wie es verpackt ist. Es gibt recht viele verschiedene Alternativen, wo man Sachen kaufen kann oder vor allem einfach darauf schauen, muss ich jetzt das Produkt wirklich kaufen oder gibt es ein Alternativprodukt, das anders verpackt ist. Vor allem mit dem Recyceln von Plastik haben wir wirklich extrem viel Abfall sparen. Und jetzt würde es mich natürlich wundern, schaut ihr drauf beim Einkaufen, wie das Ganze verpackt ist und trennt ihr den Plastik auch trennen. An dieser Stelle will ich noch ein Dankeschön an Unverpacktladen Aarau aussprechen, weil ich dort ein paar Aufnahmen machen durfte und sie haben auf Social Media gerade aufgerufen und nach Spenden gefragt. Weil sie jetzt in der Corona-Zeit fast keine Laufkundschaft mehr haben, kommen sie finanziell ziemlich an Anschlag. Ich tue unten in die Videobeschreibung einen Link, wo man ein bisschen für den Unverpacktladen in Aarau spenden kann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.